Sie sind zwischen 15 und 18. Ihre Formation heißt Next Level und im Sommer wurden sie Weltmeister. Kevin, ihr Trainer, hat auch hier angefangen. Inzwischen ist er professioneller Tanzlehrer. Also ich habe die Next Level jetzt 5 Jahre lang quasi trainiert und ich würde mal sagen, es hat jetzt 5 Jahre gedauert, bis wir mal einen Weltmeistertitel erreicht haben. Bei der WM im schottischen Glasgow gibt es mehrere Leistungsstufen. Next Level konnte sich in der höchsten durchsetzen. Gegen 16 Konkurrenten aus aller Welt. Da hat man dann schon ein bisschen Angst zu verkacken. Man hat wirklich 5 Jahre lang drauf gewartet und dafür gearbeitet und dann steht man da und ist Weltmeister. Als unser Name dann fiel, dann sind wir einfach nur auf die Bühne zugerannt. Dann war nur noch so Konfetti, so goldenes. Und dann hat man einfach nur noch geheult und es war ein unbeschreibliches Gefühl. Also wenn ich daran denke, dann kribbelt es gleich wieder. Ich habe einfach direkt angefangen, dann auch zu heulen. Und das als Junge, und das hat was zu heißen. Entstanden ist das gesamte Projekt 1999. Sonderschullehrer Volker Schwender wollte damals kriminelle Jugendliche von der Straße holen. Die Situation war so eskaliert, dass die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet hatte. Und da ich gehört habe, dass viele russlanddeutsche Jugendliche gerne Breakdance machen, habe ich beschlossen, wir bieten Breakdance-Kurse an. Je mehr Jugendliche ich ansprechen kann für dieses Projekt, desto mehr Jugendliche kommen nicht auf dumme Gedanken. Das ganze Projekt entwickelte eine Eigendynamik aus den Jugendlichen heraus. Wir wollen den Durchbruch schaffen, und zwar in ganz Deutschland. Dann habe ich gesagt, okay. Wenn ihr besser sein wollt als alle anderen, dann müsst ihr mehr trainieren als alle anderen. Ganz einfach. Und das haben die gemacht. Mehr als 60 Jugendliche gehören zu dem Buchener Projekt. Der Jüngste ist gerade mal 7. Viele fangen früh an und bleiben dann jahrelang dabei. Sie haben Erfolg, aber das ist längst nicht alles. Das macht irgendwie das Leben auch so vollständig. Wenn man jetzt irgendwie ein Problem hat oder irgendwie Stress oder so, man kommt ins Training, hat hier auch noch seine Freunde, kann reden, kann wieder alles rauslassen. Das fühlt sich manchmal schon an wie eine zweite Familie. Und es ist irgendwie was Tolles zu wissen, dass man was hat, wo man sich halt festhalten kann.